No room to worry, no need to be afraid. Just close your eyes and I'll be with you, babe. I know you crave me when I... Hallo zusammen, ich bin heute in Frankfurt unterwegs, um die urbane Mobilität der Stadt zu testen. Dazu werde ich die Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Museum für Kommunikation mit drei verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklegen. Erstens zu Fuß, zweitens mit einem Uber und drittens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. Jetzt gerade bin ich zu Fuß unterwegs und der Timer liegt bei 3 Minuten und 50 und mich interessiert doch sehr, wo ich gerade mit dem Uber wäre. So, ich bin jetzt in meinem Uber und zum Komfort kann ich schon mal sagen, der ist optimal. Ich wurde sehr, sehr schnell abgeholt. Und ich glaube, Uber hat eine gute Chance, das Rennen zu gewinnen. Fahren Sie schon lange für Uber? Eine Woche plus. Und schon verrückte Sachen erlebt? Nee. Bis jetzt nur erster Fahrgäste ein bisschen so sauer. Sauer? Ja, ein bisschen war die spät gekommen und dann sagt er schnell, schnell, schnell. Ah. Also, aber sonst bis alle nicht. Alle nicht. Ja. Ja, ich kenne Uber aus Südafrika, da habe ich gelebt. Und das war immer einwandfrei. Jetzt, okay. Jetzt teste ich es aber zum ersten Mal in Deutschland. Fahren und im Anschluss noch 6 Minuten zu Fuß zurücklegen. Das ist das wirklich lohnt im Vergleich zum Fußweg? Das ist die Frage. Ich bin begeistert. Das war ganz schön schnell. Komfortfaktor her. Die Bahn bzw. Straßenbahn steht leider an der letzten Stelle. Aber auch hiermit bin ich letztendlich angekommen. Und zwar genau jetzt. Ganz ehrlich, für meinen Rückweg werde ich mir jetzt einen Uber bestellen.